Huhu, Leute, ich bin Flasher. Willkommen zu einem weiteren Assassin's Creed Odyssey Video bzw. Let's Play. Ich glaube, dieses Intro habe ich so noch nie gesagt. Ich war gerade irgendwie total abgelenkt und wusste gar nicht richtig, was ich sagen sollte. Da musste ich improvisieren und da ist sowas bei rausgekommen. Aber ist ja auch egal. Im letzten Video haben wir hier den Medusa besiegt. Das letzte der vier mythischen Wesen, um die vier Artefakte für Atlantis zu bekommen. Das haben wir jetzt gemacht. Das heißt, wir können jetzt hier zurück nach Atlantis und jetzt werden wir mal diese Items auch hier abgeben gehen und somit endgültig Atlantis versiegeln. Zumindest war das ja so die Aufgabe, glaube ich, so wie ich das verstanden habe. Dann haben wir nämlich auch die Story, die mit der modernen Zeit zu tun hat, haben wir dann nämlich abgeschlossen. So, darum gucken wir jetzt mal, was gleich Pythagoras zu sagen hat, wenn wir hier mit Atlantis fertig sind. Beziehungsweise wenn wir die Artefakte alle eingesetzt haben. Mal sehen, was dann passiert. So, ja, beschaffe die Artefakte und kehre zurück. Jetzt müssen wir das hier einsetzen. Das machen wir jetzt auch. So, Pythagoras hat sich mal eben zu uns hin teleportiert. Gut gemacht. Das Artefakt bringt uns der Versiegelung des Tempels einen Schritt näher. Es hätte mich fast einen Schritt näher ins Grab gebracht. Ja, das stimmt. Der Kampf, der war schwierig. Oh, ich glaube, sie spricht mit. Oder glaubst du, du wärst wirklich hier und hörst diese Aufnahme? Ist dies nicht eine Nachbildung des Animus und Teil einer größeren Simulation? Wie weit breiten sich die Kreise im Wasser aus? Oh, sie spricht gerade mit Layla. Lass uns reden. Rebellen unter sich. Die Regeln der Vorboten haben uns zu lange eingeschränkt. Es ist Zeit für neue Wege und neue Möglichkeiten. Dies ist keine Epoche der Kontrolle, sondern der Schöpfung. Ich will mit einigen gleichgesinnten Vorboten einen Neuanfang wagen. Wir mischen uns nicht mehr ein, wir ermöglichen. Von unserem Standpunkt aus werden die Vorbereitungen eine beträchtliche Zeit dauern. Aber wenn wir soweit sind, komm gern zu uns. Immerhin musst du nur eine Taste drücken und eine neue Simulation beginnt. Das ist Wahnsinn. Hirngespinste. Wo ich hoffte, Weisheit zu finden, erwarten mich nur die wirren Worte einer Närrin. Pythagoras, beruhige dich. Vielleicht gilt diese Einladung jemand anderem. Es besteht kein Grund, sich den Kopf über Worte zu zerbrechen. Oh, das war jetzt interessant. Diesmal hat nämlich diese Isu hat diesmal mit Layla gesprochen. Und sie wusste, dass Layla gerade im Animus ist und diese Nachricht erhalten wird, über Cassandra. Cassandra und Pythagoras können damit natürlich überhaupt nichts anfangen. Darum hat auch gerade Pythagoras gesagt, das sind hier die Wirren, die Worte einer Wirren Närrin und sowas, weil der absolut nicht checkt, was hier eigentlich abgeht, weil die Worte für Layla waren, die gerade über Cassandra im Animus diese Sache mitkriegt. Das war wirklich krass, dass diese Isu jetzt sozusagen mit Layla spricht und weiß, dass Layla gerade in Cassandra im Animus steckt und eigentlich nur die Vergangenheit nachempfindet und deswegen diese Nachricht bekommt, obwohl das Ganze hier ja gar nicht jetzt live passiert. Das ist ja die Vergangenheit, das heißt, es ist vor Hunderten von Jahren passiert. Vor Hunderten von Jahren bereits hat Cassandra diese Nachricht von der Isu bekommen und diese Isu wusste bereits, dass in 100 Jahren Layla über Cassandra diese Nachricht erhalten wird. Das ist wirklich richtig krass, wie verworren das ist und wie omnipotent diese Isu zu sein scheint, dass sie das alles verstehen mit diesem Animus und den Simulationen und vor allem wie blöd das für Cassandra und Pythagoras sein muss, die absolut gar keine Ahnung davon haben. Die wissen ja überhaupt noch gar nichts von diesem Animus. Das ist alles hunderte Jahre vor dieser ganzen Geschichte eigentlich passiert. Also das ist krass. Aber sprechen wir mal mit Pythagoras. Das ist unglaublich. Das hier gesammelte Wissen ist überwältigend. Ich werde Jahre brauchen, um alles zu entziffern.
Du wolltest Atlantis versiegeln. Hast du schon einen Weg gefunden? Oh, ja. Ich glaube schon. Und? Wie geht es? Der Stab. Er ist der Schlüssel. Also gut. Es ist Zeit. Ich kann nicht. Noch nicht. Wir können nicht bleiben. Wir haben keine Zeit. Es gibt so viel zu lernen. Mit diesem Wissen können wir das Schicksal wenden. Das ist nicht unsere Bestimmung. Das hast du selbst gesagt. Du verlierst das Wichtigste aus den Augen. Du kannst mich nicht belehren oder herumkommandieren. Es war dein Plan, den Ort zu versiegeln. Und ich war bereit zu helfen. Das war, bevor mir klar wurde, was wir alles über die erste Zivilisation erfahren können. Über die Erschaffung der Menschheit. Wir versiegeln diesen Ort, damit der Kult nicht mit seiner Hilfe die Menschheit versklavt. Das ist wichtiger als dein Wissensdurst. Sobald diese Macht uns gehört, wird der Kult nicht mehr sein als ein Insekt. Oh, Pythagoras selbst will jetzt auch nicht mehr aufhören. Der ist irgendwie so trunken vor Macht und denkt, er ist hier der große Typ, in dem dieses ganze Wissen gehört und dem seine Bestimmung es ist, hier über Atlantis zu wachen. Aber ist er ja eigentlich gar nicht. Und jetzt will er den Stab nicht abgeben. Jetzt können wir hier wahrscheinlich, gib mir den Stab, können wir wahrscheinlich tatsächlich gegen ihn kämpfen. Das wird den nächsten Bosskampf machen. Aber wir wissen ja auch, dass er unser Vater ist. Von daher versuchen wir es erstmal mit Worten. Es ist zu gefährlich, diesen Ort offen zu lassen. Und das weißt du. Das kannst du nicht verstehen. Oh, dein Stolz kommt uns alle teuer zu stehen. Es geht nicht um Stolz. Was bringt dir alles Wissen, wenn du die Menschheit dabei zum Untergang verdammst? Das war's doch, was du verhindern wolltest. Manchmal geht man besser seinen eigenen Weg. Wir sind nicht bereit für die Macht, die hier verborgen liegt. Es stimmt. Ich kann die Menschheit nicht direkt retten. Aber immerhin vor sich selbst. Jetzt trägst du diese Last. Das Schicksal der Menschheit hängt davon ab, welche Entscheidungen du triffst. Ich verstehe. Oh, jetzt kriegen wir den Stab, der uns unsterblich macht. Wähle mit Bedacht. Und wir haben es geschafft, Pythagoras zu überzeugen. Oh. Vielleicht wollte er auch deswegen den Stab nicht abgeben, weil das heißt, er ist ja schon hunderte Jahre alt. Vielleicht heißt er, weil das bedeutet, dass er dann stirbt. Aber gut, letztendlich hat er es eingesehen. Aber war auch klar, dass hier Pythagoras in so einem Spiel nicht als der ultimative Böse dargestellt werden kann, weil der war ja schon ein wichtiger Mensch der Weltgeschichte. Und jetzt haben wir aber den Stab. Oh, Stab des Hermes Trismegistos. Gucken wir mal. Was das für ein Stab ist. Na gut, das brauchen wir hier nicht. So, da. Das ist ein Kriegerstab. Chance in halben Schaden, geringe Chance auf ein 30%iges Gesundheitsschild bei Treffern. Aha. Eigentlich gar nicht mal so cool, aber gut. Ist ja auch hier so ein Heilerstab. Ist klar, dass er dann viel mit Gesundheit und so zu tun hat. Ja, wie sieht der aus? Ups, das wollte ich nicht. Ich wollte ihn eigentlich angucken. Sieht eigentlich ganz cool aus. Aber gut, ist ja, haben wir ja eigentlich schon gesehen. Ne? Ist das, was auch schon... Pythagoras die ganze Zeit in der Hand hatte. Haben wir jetzt den richtigen reingenommen? Ja, genau. Alles klar. So, und jetzt können wir damit Atlantis versiegeln. Und genau das werden wir jetzt auch mal machen. So. Atlantis ist zu gefährlich. Ich muss es versiegeln. Oh, Cutscene. Wir kommen sogar hier wieder raus. Jetzt kommen wir nämlich wieder in die moderne Welt. Auch interessant. Jetzt sind wir nämlich gleich wieder bei Layla, genau. Ah, und jetzt wissen wir nämlich auch, wo Atlantis letztendlich versiegelt worden ist. Nämlich hier an diesem Ding. Und da müssen wir jetzt hin. Alles ist in Ordnung. Also, Sesam, öffne dich. Ah, es funktioniert. So viel Energie. Die Knoten sind auf eine Art verbunden, die ich mir nicht vorstellen kann. Das ist komplexer als alle anderen Iso-Tempel bisher. In Lissabon. Der Arktis. Ich nehme alles auf, Layla. Durch diese Entdeckung wirst du zu einer Heldin. Siehst du den Stab irgendwo? Noch nicht, aber hier gibt es noch mehr. Ich finde ihn. Spricht jetzt auch wieder... Wenn
Mechanismus sollte auch... Alethia mit uns? Was stimmt da nicht? Ich weiß nicht, Layla. Ich check meine Notizen zu den Isu. Oh, ich sehe es. Da fehlt ein Lichtstrahl. Ich suche eine Lösung. Oh, jetzt müssen wir ein Rätsel machen. Da oben müssen wir hin anscheinend. Da kann ich jetzt nochmal was machen. Hallo. Achso, ich kann... okay. Maus bewegen ging nicht. Ich musste WASD drücken. Also da oben müssen wir hin. Da fehlt nämlich ein Lichtstrahl. Ja, wie kommen wir da jetzt hin? Das ist die Frage, ne? Müssen wir da einfach nur hinten hochklettern? Das sieht fast so aus hier wie so ein Weg da oben hin. Genau hier. Alles klar, da müssen wir jetzt einfach hinklettern. Okay. Schon mal nicht so schwer, aber wer weiß, was wir dann da machen müssen. Layla kann mittlerweile auch coole Sachen. Im Prinzip das ganze Zeug, was Cassandra auch kann. Soweit ich das verstanden habe, lernt man, glaube ich, auch, während man im Animus steckt und diese ganze Geschichte verfolgt, seiner Vorfahren oder was auch immer, oder dieser ganzen vergangenen Helden, lernt man... Die Säule sieht beweglich aus. Lernt man auch selbst so ein bisschen davon. Auf diesen Säulen scheinen Spiegel zu sein. Wenn du die Lichtstrahlen umleitest, beleuchten sie vielleicht etwas Wichtiges. Okay, man kann die bewegen, dann lenke ich die Säule jetzt einfach mal um, beziehungsweise das Licht lenke ich um. So ein Lichträtsel hatten wir ja bereits schon mal, um überhaupt hier nach Atlantis reinzukommen. So, alles klar. Und dann werden wir jetzt, die Sache ist, müssen wir jetzt einfach nur, wo geht denn der Lichtstrahl gerade hin, ach dahin. Müssen wir jetzt das hier dazwischen schieben oder können wir das hier ignorieren? Mal sehen, was passiert, wenn wir den jetzt hier dazwischen schieben, wo der dann hingeht. So, dann geht der dahin. Den schieben wir dann einfach mal weg. Oder? Ah ja, hat irgendwie geklappt. Der vom Minotauros hat gefehlt. Ich hab's. Gut, habe ich nicht ganz verstanden, in was für einer Form? Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich würde... Ja gut. Habe ich jetzt nicht so... Hätte ich jetzt nicht so interpretiert, dass der Lichtstrahl dann so geht, aber ist auch egal. Wir gehen einfach mal runter. Und gucken mal. So. Hey. So. Was war eigentlich nochmal hier? War hier nicht auch irgendwas? Ne, bisher nicht. Okay, gut. Egal. Gehen wir jetzt mal hier hin, jetzt gucken wir mal. Jetzt ist nämlich alles aktiviert. Vielleicht spricht jetzt auch Alete kurz das Kind nochmal mit uns. Mal sehen. Ja. Schön. Wo ist er? Alles umsonst. Was? Wie was? Wahres Wissen besteht darin... Wo? Wissen, dass man nichts weiß. Das hat mir ein guter Freund gesagt. Cassandra ist hier. Die hat all die hunderte Jahre überlebt. Cassandra? Früher nannte man mich die Adlerfrau, aber Ikaros ist schon lange tot. Ich habe nach dir gesucht, aber du kannst nicht... Das... Du hast nicht wirklich nach mir gesucht, oder? Es klappt! Das Isu-Artefakt, der Stab des Hermes Trismegistos. Du musst so viele Fragen haben, Layla. Und vor allem Cassandra hat immer noch die gleiche Frisur, aber sie hat moderne Klamotten an. Ich frage mich, dadurch, dass sie moderne Klamotten anhat, ob sie denn auch wirklich in der Welt draußen war. Ob sie wirklich die ganze Zeit hier nur hier in Atlantis rumgegammelt ist. Oder ob sie wirklich auch in die normale Welt rausgegangen ist. Also ob sie diese 100... Also ich meine, das ist ja ultra lange her, das Spiel. Odyssey, das spielt im antiken Griechenland. Das ist richtig, richtig lange her, was Cassandra hier überlebt hat mit diesem Stab. Und sie ist irgendwie keinen Tag gealtert. Und das wäre, glaube ich, echt ein bisschen langweilig gewesen, wenn sie nicht in die normale Welt hätte rausgehen dürfen. Du kennst meinen Namen? Vielleicht nannten die Götter ihn. Vielleicht hatte ich eine Vision von der Zukunft. Vielleicht ist aber auch das Gerät in deinem Ohr zu laut. Entschuldigung. Ich bin aus einem Grund hier. Dich zu finden
und zu beenden, was ich vor vielen Jahrhunderten angefangen habe. Ich habe deinen Speer. Willst du ihn zurück? Oh, nein. Behalte ihn. Er ist kaputt. Aber er war immer zerbrochen und trotzdem mächtig. Ich habe damit Gegner besiegt, die nicht mal Herodotos beschreiben könnte. Doch alles findet irgendwann ein Ende. Ich überließ ihn ihm, als seine Kräfte erschöpft waren. Zur Erinnerung an mich. Ich habe dir so viel zu sagen. Dieser Stab ist unglaublich wichtig. Er hielt dich am Leben. Wie? Frag einen Schüler von Hippokrates. Ich höre, er hat noch welche. Der Stab hat seinen Zweck erfüllt. Meine Freunde und ich wollen verhindern, dass der Templerorden ihn bekommt. Hör mich an. Ordnung und Chaos. Wenn eines alleine triumphiert, stirbt die Welt. Ich wollte das Chaos beenden. Doch es hat nur zu Verderben geführt. Früher diente ich der Ordnung. Jetzt kämpfe ich für die Wahlmöglichkeit. Freiheit. Chaos. Pythagoras hatte recht. Du bist der Schlüssel zur Prophezeiung. Du stellst das Gleichgewicht wieder her, Layla. Ich kämpfte in zu vielen Kriegen. Ich sah zu viele Menschen sterben. Ich lief von einem Ende der Welt zum anderen. Das hier gehört jetzt dir. Boah, Cassandra gibt jetzt den Stab ab. Das heißt, Cassandra stirbt jetzt. Was du willst. Wenn du fertig bist, zerstöre ihn. Zerstöre sie alle. Ui. Immerhin stirbt Cassandra nicht so schnell. Ah doch, wollte gerade sagen, stirbt nicht so schnell wie Pythagoras. Krass, dass Cassandra all die Jahrhunderte hier war und dass Layla sogar live auf sie getroffen ist. Das heißt, letztendlich hat Cassandra doch alles verstanden, was damals passiert ist. Klar, damals zu der Zeit war das natürlich verwirrend für sie, aber letztendlich wissen wir jetzt... Ich habe von der Geschichte noch nicht gesehen. Ich sollte zurück zum Animus und zu Cassandra. Achso, und jetzt geht's automatisch zurück, oder was? Ja, Tatsache. Aber letztendlich können wir uns sicher sein, Cassandra hat doch letztendlich alles verstehen dürfen und für sie wurde alles aufgeklärt. Das ist natürlich ein schönes Ende, muss ich sagen. Und wir können jetzt zurück und jetzt ist sozusagen die Hauptstory des Spiels zu Ende. Zumindest die Story, die mit der modernen Zeit zu tun hatte. Und jetzt können wir einfach noch so Abenteuer mit Cassandra erleben. Was macht ihr beiden denn hier? Du kennst uns. Immer hinter dir her. Der alte Herodotos konnte nicht erwarten, dich zu sehen. Ich sagte es, Barnabas. Auf Thera gibt es ein Geheimnis, das sich jedem Verständnis entzieht. Aber eine verlorene Welt? Es ist absolut denkbar. Atlantis könnte existieren. Es klingt wie Hokuspokus, aber er lässt nicht ab. Herodotos hat recht. Atlantis existiert. Unglaublich. Ist das wahr? Ich kann es nicht glauben. Erzähl mir alles. Eines Tages vielleicht. Es ist zu kompliziert und zu lang. Es liegt nicht an mir, oder? Ich habe mich doch als fähig erwiesen. Ich bin erschöpft, Barnabas. Ignoriere ihn. Wenn du bereit bist, bin ich ganz Ohr. Ich will jedes kleine Detail hören. Ist schon gut. Doch nichts davon darf je über eure Lippen kommen. Das bleibt unter uns. Du hast mein Wort. Aber die Welt muss es wissen. Es wäre die fantastischste Geschichte unserer Zeit. Herodotos? Oh, na gut. Das wäre geklärt. Ziehen wir weiter. Wie immer.
haben viel gelernt, meinst du nicht, Klugscheißer? Sprich für dich selbst. Ich suche nach der Wahrheit. Nicht alle Mythen sind präzise Überlieferungen. Sie kommen von den Göttern selbst. Und die sind die verlässlichste Quelle, die wir haben. Ihr habt mir beide sehr geholfen. Es spielt keine Rolle, wer von euch recht hat. Und du musst es wissen, als die Adler tragende Halbgöttin, die du bist. Vielleicht ist auch sie unsterblich. Sicher doch. Aber eins weiß ich mit Sicherheit. Diese Odyssee werde ich nie vergessen. Ja, sehr cool, muss ich sagen. Sehr cooles Ende. Von dieser Story natürlich. Ich habe einen Auftrag an die Schiffstafel gegeben. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Eine Sache fehlt ja im Prinzip noch. Und warum ist jetzt hier in 1 Meter eine Quest? Was ist das? Was ist los? Meine Eltern. Herodotus, es tut mir so leid. Ich dachte, ich würde sie wiedersehen können, um ihnen mein Lebenswerk zu zeigen. Aber nun... Oh, jetzt habe ich gerade einfach... Ich bitte dich nur ungern. Aber könntest du mich nach Samos bringen? Ich muss ihnen die letzte Ehre erweisen. Toll, ich habe jetzt einfach irgendwie eine random Quest einfach so angenommen. Eigentlich wollte ich noch ein bisschen was über das Ende erzählen. Aber natürlich. Danke. Ich bin mir nicht sicher, ob ich diese Reise alleine schaffe. Okay, also. Alles klar. So, ich wollte, jetzt kann ich auch endlich mal das machen. Ich wollte mich dieses eine blöde Schwert da einlagern. Genau so, haben wir. Endlich mal sind wir das Schwert losgeworden. Ja, also, interessantes Ende, muss ich sagen, von dieser einen Story. Das haben wir ja schon mal geklärt, dass ursprünglich das Spiel so aussah, als ob die Hauptstory das hier mit Cassandras Familie war. Obwohl das letztendlich ja überhaupt gar keinen Einfluss hatte, weil eigentlich ging es ja um diese Story mit Layla. Und die hat sich jetzt letztendlich dann... wurde dann letztendlich beendet mit dieser ganzen Geschichte mit Terra, was ja eigentlich erst in der Mitte des Spiels angefangen hat. Also das war sehr cool. Und jetzt haben wir im Prinzip nur noch eine große Haupt-Odyssee vor uns, eine große Hauptstory. Und das ist nämlich die mit dem Kult. Klar, danach haben wir dann noch die beiden DLCs, die rausgekommen sind, die Story dann natürlich fortführen danach. Aber wir haben ja noch den Kult. Und hier müssen wir ja noch rausfinden, wer letztendlich der Kultanführer ist. Das heißt, wir haben hier insgesamt noch ein paar Gegner zu töten. Ich gucke gerade mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also noch 8 Gegner, die wir töten müssen und halt den Endboss, damit wir diese Story auch endlich fertig haben. Und wenn wir das haben, dann können wir, denke ich, dann zu den DLCs übergehen, weil unser Speer ist ja auch noch nicht komplett verbessert. Hier sehen wir ja 14 von 22, das heißt, eine Verbesserungsstufe gibt es da auch noch. Also, ja, wir haben noch ein bisschen was zu tun. Was ich auch ganz cool fand jetzt hier am Ende war, dass sie von Ordnung und Chaos gesprochen haben. Das ist so ein Theme, was sich im Prinzip durch die ganzen Assassin's Creed-Spiele zieht, so wie ich das verstanden habe. Weil letztendlich geht es ja in Assassin's Creed ja immer um diese Geschichten im Animus. Und überhaupt, warum die überhaupt in den Animus gehen, liegt ja an diesen ganzen ISO-Artefakten, die in der modernen Welt gesammelt werden. Sowohl vom Templar-Orden als auch von den Assassinen. Die Templer wollen letztendlich die Welt, ja, ich will nicht sagen versklaven, aber die wollen letztendlich die Herrschaft über die Welt, um letztendlich alle Menschen gleichzustellen. Das heißt, auch wenn sich das komisch anhört, dass die Bösen, die Templer, die stehen für die Ordnung. Also es geht bei Assassin's Creed immer um Ordnung gegen Chaos. Und die Templer, die stehen für die Ordnung. Eigentlich wird man denken, Ordnung ist ja was Schönes, das sind sozusagen die Guten, aber nein, ist nicht so. Die Bösen, die Templer, die sind für die Ordnung, weil die wollen letztendlich, dass jeder Mensch gleich ist. Das bedeutet natürlich auch, dass jeder Mensch sich an gewisse Regeln halten muss, dass es eine ganz bestimmte Ordnung gibt auf der Welt. Im Prinzip, dass man gläserner Bürger ist, jeder wird überwacht und sowas. Aber letztendlich durch diesen diktatorischen Staat, den die letztendlich aufbauen wollen, wollen die letztendlich dafür sorgen, dass alle Menschen gleich sind, alle Menschen gleich behandelt werden und alles ganz genau geordnet ist. Das heißt, die stehen für die Ordnung. Das hört sich zwar erstmal im ersten Moment gut an, bedeutet aber auch gleichzeitig, dass die Menschen insgesamt weniger Rechte haben und auch weniger Freiheiten und auch weniger Freiheit, selbst zu denken und selbst Sachen zu entscheiden.
Und dem entgegenstehen halt die Assassinen, die sozusagen für Anarchie stehen, für das Chaos, dass jeder Mensch im Prinzip frei ist. Selbst wenn das für die Menschen insgesamt vielleicht schlecht ist, weil die Menschen halt einfach nur mal zum Teil auch echte Idioten sind und sich selbst in den Untergang manövrieren. Aber sie haben die Freiheit, das zu tun. Und darum sind die Assassinen sozusagen die Guten. Beziehungsweise, man kann das nicht so richtig in Gut und Böse aufteilen, glaube ich. Jeder muss für sich selber entscheiden, was wäre jetzt besser, Ordnung oder Chaos. Während die Templer die Ordnung sind und Chaos halt die Assassinen. Und letztendlich hat Cassandra ja gesagt, keins von beiden kann klappen. Also kein Extrem dieser beiden Sachen kann funktionieren. Es muss immer eine Balance geben. Das heißt, dieser Kampf zwischen Templer und Assassinen, der muss im Prinzip stattfinden. Der muss auch permanent stattfinden, ohne dass eine dieser beiden Fraktionen gewinnt letztendlich. Und Layla soll hier dieses Gleichgewicht zwischen diesen beiden Dingern bringen, zwischen Ordnung und Chaos. Das werden wir in diesem Spiel natürlich nicht machen. Das heißt, wir werden auf neue Assassin's Creed Spiele warten müssen, um zu sehen, wie es mit Layla weitergeht und ob sie das schafft, dieses Gleichgewicht zu bringen. Dieses Spiel ist jetzt, was das angeht, aber erstmal soweit fertig. Zumindest so, wie ich das alles verstanden habe, wie Assassin's Creed funktioniert. Ist eigentlich eine ziemlich interessante Sache, dass hier die Ordnung sozusagen die Templer sind und die eigentlich ja die Bösen sind. Naja, so, und jetzt müssen wir aber mal gucken, wo noch irgendwelche Typen sind. Ich glaube hier genau auf Lemnos, das hatte ich nämlich noch im Hinterkopf. Da war beispielsweise noch ein Typ, was haben wir da noch? Ah, da haben wir das mit den Statuen, stimmt, die haben wir auch noch überall. Das heißt, wir müssen jetzt auch noch rausfinden, wo dann die einzelnen Kultisten noch sind. Ich werde jetzt erstmal zu den Kultisten gehen, wo ich weiß, wo sie sind. Ich sehe allerdings spontan gerade nur einen. Und das ist halt der auf Lemnos da oben. Aber dann werden wir da auch erstmal hingehen auf Lemnos. Und dann werden wir den auch töten, glaube ich. Das heißt, wie kommen wir da am schnellsten hin? Haben wir hier irgendwo einen Hafen? Genau, am besten von hier, von der Insel, von Skyros zu dem Hafen, der da ist. Und dann einfach darüber fahren. Ich glaube, so werden wir das jetzt mal machen. Und dann werden wir uns jetzt mit den Kultisten anlegen. Wie gesagt, das sind 8 Stück. Die werden wir uns holen. Davon sind leider auch noch 3 Stück allein, sind Wasserkämpfe. Und ihr wisst, wie scheiße ich Wasserkämpfe finde und vor allem, wie schlecht wir ausgerüstet sind für Wasserkämpfe. Darum bin ich schon echt gespannt, ob das überhaupt was wird. Aber gut, alle anderen werden wir schon irgendwie kriegen. Landkämpfe sind eigentlich nicht so schwer. Und ich glaube, jetzt, wo wir die Medusa bekämpft haben, gibt es, glaube ich, im ganzen Spiel nichts mehr. Was uns wirklich was antun kann, wenn man das mit dem Medusa-Kampf vergleicht. So. Jetzt werden wir aber einmal den Typen da wegmachen. Wenn er jetzt kommt, springen wir ihn einfach an. So. Runter da. Und dann schnell in die Fresse schießen. Dann war es das nämlich schon für den. Greift der Hund uns jetzt an? Weiß ich jetzt nicht. Aber anscheinend will der gerade nichts von uns, von daher egal. Wir haben den Typen besiegt. Wir haben zwar kein Adrenalin mehr. Und irgendwie sind jetzt alle Leute hier aufgeregt. Aber ist ja nicht so schlimm. Und vor allem, ich muss jetzt auch keine Angst mehr haben, mein Pferd in der Stadt zu holen, weil wir sind ja jetzt definitiv schneller unterwegs. So. Das heißt, jetzt lohnt es sich wahrscheinlich immer, das Pferd zu holen. Sind das hier Gegner? Ist das hier ein Böser? Nö, anscheinend nicht. Okay, gut. Ich dachte jetzt schon, das wäre hier irgendwie direkt am Hafen irgendwie so ein Außenposten oder sowas. Aber ist nicht der Fall. So, die Adrastea rufen. Dann werden wir mal auf diese eine Insel fahren. Und uns da mit dem Typen anlegen. Und ich glaube, sobald wir dann diese ganzen Typen besiegt haben, haben wir dann nämlich auch, weil nämlich zu diesen Barnabas, du wirst nie glauben, was in Messara passiert ist. Naja, das wirst du vermutlich doch. Bin ganz bei dir. Ich habe das legendäre Labyrinth bei Knochen. Haben wir das nicht schon gecheckt? Ich erschlug den Minotaurus. Was für eine Geschichte. Geschichte? Wir reden hier über die Götter, Herodotos. Sag, wie hat die Bestie aus? War sie so furchtbar, wie die Legenden sagen? Oh ja. Und gestunken hat er auch. Wie könnte irgendjemand glauben, dass... Ich riss ihm eins seiner Hörner aus. Bei den Göttern. Du bist eine legendäre Heldin! Und dieses Artefakt scheint über spezielle Kräfte zu verfügen. Nicht in die Hände.
Hey, haben wir das nicht schon geklärt mit dem mit dem Minotaurus und so? Ich meine, da hatten wir schon mal was gehört. Egal. Das wollte ich eigentlich sagen, bevor die mich unterbrochen haben. Weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, was ich da gerade sagen wollte. Irgendwas war ich, aber gut. Wird schon nicht so wichtig sein, wenn ich es nicht mehr weiß. Hier gibt es viele neue Quests, wie ihr seht, aber mit denen werden wir uns jetzt erstmal nicht mehr beschäftigen. Wir machen, wie gesagt, die Story weiter, damit wir dann zu den DLCs kommen können. Ach genau, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Sobald wir nämlich die ganzen Kultisten haben, haben wir auch ein neues Set fertig. Nämlich das von den Piraten, also diese ganzen Kultisten, die man auf dem Wasser töten muss. Die haben nämlich ein Assassin-Set. Das Piraten-Set. Und wenn wir das komplett haben, dann werden wir, glaube ich, wieder umskillen auf ein Assassin-Bild. Vielleicht werde ich dann auch nochmal zwischendurch vielleicht für ein DLC oder für ein paar Quests oder so auf ein Krieger-Set umwechseln, weil das haben wir ja bisher auch noch nicht gesehen in diesem Let's Play. Und das hatten, glaube ich, auch ein paar Leute gesagt, dass Krieger mal ganz interessant ist. Das heißt, das werden wir vielleicht auch mal machen. Aber wir werden uns erstmal, beziehungsweise wir werden uns dann merken, dass wir dann ein Assassin-Set haben. Und dann werden wir vermutlich früher oder später wieder auf ein Assassin-Set wechseln, wo wir dann das Spiel auch dann weiter spielen werden. Klar, okay, ich denke, wir können uns schon zwischendurch mal ein Krieger-Set angucken, kein Problem. Aber ich glaube, am spaßigsten bisher war das Spiel für mich und aber auch als Let's Play zu sehen, war es, glaube ich, wirklich als auf einem Assassin-Bild. Das war, glaube ich, bisher am coolsten. Darf mich sehen. Und darum werden wir das, denke ich, dann auch so weitermachen, weil das ein Jäger-Set ist halt echt ein kleines bisschen langweilig. Weil der Großteil von dem Zeug ist halt echt trivial. Oh, die halten aber ein bisschen was aus hier. So. Oh, warum brennt's denn hier hinten? Und warum hat der Typ sich selbst angezündet? Der Vollidiot. Ja, okay. Oh cool, den haben wir sogar. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich den mit einem Schuss direkt töte. Gucken wir mal, ob wir den Typen hier ermeucheln können, ob das funktioniert. Ja, vielleicht mit einem legendären Attentat. Mit einem legendären Attentat. Ich meine, mit einem kritischen Attentat. Jetzt müssen wir noch ins Nichts stechen, um den Tod des Kultisten zu bestätigen. Und dann haben wir es geschafft. Sehr gut. Das heißt, das haben wir. Oh, jetzt haben wir hier noch ein paar Schätze, die gucken wir noch, dass wir die kriegen, damit wir das Gebiet hier auch noch direkt abschließen. So, alles klar. Das heißt, das ist fertig und wir haben jetzt sogar auch anscheinend den attischen Seebund fertig als Quest und ein Level-Up. Wow, jetzt kommt hier eins nach dem anderen. Sehr gut. Jetzt gucken wir mal bei den Kultisten. Genau, da haben wir jetzt nämlich... Wen haben wir denn gerade getötet? Iobates, den irgendwas. Hier, den haben wir getötet. Genau, hier hatten wir ja sogar schon den kompletten Pfad gemacht, weil wir sogar auch schon Kleon hatten. Darum haben wir jetzt von dem auch keinen Hinweis mehr bekommen, weil nur noch der Typ fehlte hier, der Iobates. So, jetzt gehen wir dann, denke ich mal, als nächstes zu dem hier. Das heißt, hier machen wir... Ach, hier können wir gar nicht verfolgen machen. Okay, da wissen wir nämlich gar nicht, wo der ist. Kämpfe auf dem Schlachtfeld von Achaia für Athen. Ah, okay. Wir müssen dafür also bei Achaia... Achaia oder Achaia müssen wir eine Schlacht machen. Das machen wir dann als nächstes, denke ich. Dann haben wir nämlich den nächsten Pfad auch fertig. Was haben wir jetzt von dem hier bekommen? Ich glaube, irgendein Brustteil. Das heißt, da werden wir jetzt ein komplettes Set fertig haben. Das ist das hier. Auch ein Jägerset. Alle Pfeile durchschlagen, Schilde und plus und 30% mehr Jägerschaden. Oh, das ist nicht schlecht. Insgesamt. Was hatten wir hier nochmal? Plus 50 Jägerfähigkeiten Schaden. Okay, aber ist eigentlich auch nicht schlecht hier dieses Set, oder? Das war Athena Held. Alle Pfeile durchschlagen Schilde, was natürlich eine Top-Sache ist. Und 30% mehr Jägerschaden auf generell alles, weil hier haben wir ja nur 50% Jägerfähigkeiten-Schaden, das heißt nur auf Skills. Hier haben wir generell 30% mehr Schaden auf alles. Auch nicht schlecht. Ich glaube, ich mache mal hier Satz. Jetzt können wir hier nämlich auch mit Rechtsklick Satz anlegen machen, wie ihr seht. Zack, jetzt haben wir den Satz nämlich an. Jetzt gucken wir uns mal alles an, was dabei ist.
Schaden gegen spartanische Soldaten, gut, ist natürlich kacke. Höchstleistungsfähigkeit ist auch kacke. Schaden mit aufgeladenem Bogen, das ist in Ordnung. Kopfschussschaden, Aufladeschaden, Aufladetempo des Bogens. Ja, hier sind ein paar Buffs bei, die echt blöd sind, muss ich sagen. Also hier sowas wie Schaden gegen spartanische Soldaten oder Höchstleistungsfähigkeiten Schaden, das sind also Sachen, die ich eh kaum benutze. Aber prinzipiell ist das kein schlechtes Set. Muss ich mal noch überlegen, ob wir das nutzen. Sieht auf jeden Fall auch ganz cool aus. Achso, steht hier überhaupt, auf welche Seite wir kämpfen müssen? Bei den Kultisten hier. Kämpfe auf dem Schlachtfeld von Achaia für Athen. Ah, man muss für Athen kämpfen. Okay, dann passt das natürlich. Weil nämlich wir ja, wenn wir für Athen kämpfen, müssen wir gegen Sparta kämpfen. Und hier haben wir ja die 24% Schaden gegen spartanische Soldaten. Das heißt, dafür werden wir jetzt dieses Set einfach mal anlassen. Auch wenn ich hier natürlich überall noch eine Gravur drauf machen kann. Was ich ja eigentlich auf diesem Artemis-Set hier schon hatte. Hier habe ich überall schon Sachen drauf gemacht. Vielleicht upgrade ich das auch noch. Vielleicht mache ich das dann noch drauf. Muss ich mal sehen. Ich lädt jetzt hier nochmal eben schnell alles zerlegen. Ich glaube, das ist eine gute Idee, wenn wir vorher noch, noch ein paar Gravuren wenigstens drauf machen auf die Sachen. Und dann können wir diese Schlacht da machen, um den Typen dann auf dem Schlachtfeld zu töten. Ich sage jetzt aber erstmal Tschüss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War eine coole Episode, fand ich. Ich hoffe, ihr auch. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, Leute.